Nach einem kleinen neuen Restart und ein paar grafischen Einstellungen sehen doch die NPCs wieder vernünftig aus, muss ich doch mal sagen. Ja, das sieht doch hier wesentlich schöner aus, würde ich sagen. Also anstatt diese komischen fliegenden Würfel. Es geht doch. Yep. So, dann wollen wir mal schauen, wo bauen wir denn unser Häuschen hin? Ich müsste auch demnächst noch Diamanten suchen und so. Damit ich auch das Obsidian abbauen könnte. Aber was wir demnächst auch machen wollen, ist vielleicht ein paar Golems bauen. Und sowas. Ich habe mir jetzt extra Kürbisse mitgenommen, aber das Eisen nicht irgendwie. Aber na gut, wir werden wahrscheinlich nur öfter auch zum Lager laufen und sowas. Vielleicht sollte ich mir den Weg auch mal markieren. Oder ähnliches, damit ich auch weiß, wohin ich muss, ne? Ich habe mir zwar im Dings hier gesagt, ich muss nach Süden, also dementsprechend muss ich ja wiederum in den Norden, wenn ich umgekehrt laufe, aber man sieht ja, wie wunderbar das funktioniert. Wie gesagt, ich sollte mal die Koordinaten aufschreiben. So, also der Berg hier mit Sand, den könnte man eigentlich zerlegen, denke ich doch mal. Ja, so ein bisschen. Da hinten hätten wir schon einen Mineneingang. Wir können ja da mal reingehen. Mal gucken, wer uns da erwartet. Aber naja, gut, wenn ich jetzt sterbe, so vollgepackt bin ich jetzt auch nicht. Hallo, wie tief geht's denn? Jo, ein Entenmann. Jungs, ihr hättet ja mal ein Dönchen sagen können. Da unten steht ein Entenmann. Weißt du das? Ja? Toll. Autsch. Tut dir nicht weh. Kommt ihr eigentlich auch zu den NPCs, wenn die den lange anglubschen? Ich weiß es nicht. Na toll, jetzt heißt es genau so gut abgepasst, dass es Nacht wird. Aber egal, das kriegen wir hin. Denke ich doch mal. So. Da sind wir doch wieder. Jawohl. Schuppidu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 pupid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 
Das war ja auch nicht gerade wenig, muss ich sagen. Entschuldigung. So, Zigarettchen erstmal aus, noch ein Stückchen Kaffee. Und dann schauen wir doch mal, wo wir wohnen wollen. Ja. Ja, irgendwo, wo es schon relativ schön ist. Hier könnten wir noch ein bisschen Sand wegbuddeln. Ich habe eine Dia-Schippe von zu Hause mitgebracht. Die hält ein bisschen länger, aber ansonsten, ja, sind wir noch relativ spärlich ausgerüstet, muss ich sagen. So, machen wir hier die Treppe vielleicht noch ein bisschen schöner. Ist der Entenmann noch drin? Hallo Entenmann! Starrst du mich wieder an? Nö, der scheint weg zu sein. Naja, ich muss ja nicht unbedingt jetzt mit dem Entenmann kämpfen, weil meine Rüssi ist auch noch nicht die prallste, ne? Also, ja. Und hier vorne haben wir schon ein wenig Eisen. Yippie! Da müssen wir ja gar nicht lange reisen. So. Kann das auch gleich ab in den Ofen. Ja, ich dachte eigentlich, ich würde hier vorne vielleicht irgendwo wohnen oder so. Mal schauen. Ja, oder hier beim Felde. Da drüben. Wie ist es noch nicht? Ich mach hier relativ glatt, aber nach dahin müsste dann auch noch eine Treppe gehen, ne? Irgendwie. Schauen wir mal, wie wir das Ganze hier einrichten werden. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee oder so. Ich wohne hier einfach neben dem Brunnen. Puff. Ja, also hier ist ja schon relativ planiert und platt. Dann könnte ich mir ein Wegchen bauen. Vielleicht hier lang. 1, 2 und dann ab da 3. Lululululululu. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Sand, aber wir brauchen ja wieder Sandstein dafür. Und dann wohnen wir hier neben dem Felde oder dahinter oder sowas. So hier. Wird aber ein kleines Haus, hä? Außer ich schütte hier noch ein bisschen Sand auf. Naja, mal schauen, mal schauen. Oder auf der anderen Seite. Ich weiß es noch nicht. Hier wäre natürlich auch schön Platz, ne? Aber so ein großes Haus brauche ich auch wieder nicht. Ich will ja auch ein wenig bei meinen schönen lieben NPCs wohnen. So, schauen wir mal. La, 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 da ist der erste Stein vorbei. Ich brauche ja auch noch welche zum Haus bauen, ne? Also. Ja, vielleicht hier so. Ah, ich hätte eine Idee. Vielleicht so eine Art Eckhaus. So, dann wäre hier ungefähr der Eingang. Und dann geht das hier um die Ecke. Jawohl, warum denn nicht? So ein schönes Eckhaus, muss doch auch mal sein. Ja, nicht zu nah an den Brunnen ran. Ich würde mal maximal so sagen. Weil da oben und so sollen ja auch die Fackeln bleiben. So, da mache ich gleich Sand noch drunter. Ah, toll. Jetzt fehlt mir da auch schon Sand. Mensch, jo, was soll denn das? Na gut, dann planieren wir hier in der anderen Richtung. Ey, du warst zu viel. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier. Mensch. So, ja. Doch genug Platz, Mensch. So, jetzt könnten wir nach hier hin. Auch noch ein bisschen. Ja, ja, fall du runter. Das ist schon richtig so. Da vorne ist unsere schöne Schlucht. Oder besser gesagt der Höhleneingang. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das reicht schon. Platz nach hier raus, oder? Nee, ich bräuchte es ein bisschen breiter, glaube ich. Naja, schauen wir mal. Ja, ein wenig breiter wäre schön, aber ich baue jetzt einfach das Haus hier so zack lang. Ich glaube, bis zu der Ecke auch. So hier. Und dann brauchen wir mehr Stein. Ja, das reicht auch locker vom Platz her hier. Also. Ist ja nur eine kleine Unterkunft und nicht hier, wie ist der Gottwart hier? Ein Riesenteil, ne? Also, soll ja nur ein kleines Gebäude werden. 3, 4. So.